Dagmar Belakovic-Jenewein, die Gesundheitssprecherin der FPÖ, ist nun an Bord. Es ist eine etwas beschämende Diskussion, die wir hier heute führen. Wir haben hier ein ganz großes Problem, das ist sicherlich wahr, wenn auch der Titel etwas, naja, sage ich einmal, gewöhnungsbedürftig war, so fühlen sich mit Sicherheit einige Väter einfach nur als Bankomat. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass die Väter so böse sind und nur zahlen müssen oder nicht zahlen sollen. Und das ist genau ist diese Kritik, die ich an der heutigen Debatte führe. Wir haben hier Ideologien, die aufeinanderprallen. Ich habe ein bisschen, vor allem von Seiten der SPÖ, das Gefühl, hier sind also einfach nur Väterhasserinnen am Wort gewesen, die also nichts anderes zu tun haben, als hier zu schimpfen, wie böse die Väter sind, nicht sind. Sie beteiligen sich an nichts und zahlen tun so quasi auch nicht. Prinzipiell, glaube ich, sollten wir diese Diskussion einmal überhaupt aufteilen. Das eine ist einmal das Unterhaltsrecht, das eine ist die Art und Weise, bezahlen Väter. Sind Väter willens und bereit, ja auch regelmäßig zu bezahlen? Und das andere sind die Betreuungseinheiten. Denn eines soll natürlich nicht passieren, dass Väter, die sagen, jetzt sehe ich mein Kind nicht mehr, darum zahle ich nichts mehr, oder auf der anderen Seite zu sagen, also das ist mir eh alles zu viel, das Kind zum Spielball zu machen. Das liegt natürlich auch, das ist etwas, das ist zutiefst abzulehnen. Und das ist halt etwas, was passiert. Von daher, glaube ich, müssen wir diese zwei Punkte mal voneinander entkoppeln, damit wir mal hier in diese Richtung sozusagen eine Stoßrichtung haben, dass also hier Unterhaltsleistung davon getrennt gesehen wird. Prinzipiell zeigt die Diskussion aber auch noch eines, dass Kinder generell zu Armut führen, dass unsere Familienförderung in der Art und Weise, wie wir sie heute haben, offensichtlich nicht ausreichend ist. Dass es offensichtlich immer noch, und die Zahlen von der Kollegin Lueger, glaube ich, hat sie genannt, 19.000 Scheidungskinder leben in Armut. Das darf in Wahrheit in Österreich nicht passieren. Da zeigt sich ein Versagen. Da zeigt sich für mich ein Gesamtversagen in der österreichischen Familienpolitik. Da müssen wir schon auch ansetzen und da ist Handlungsbedarf gegeben. Und ich weiß, Frau Minister, da sind Sie jetzt nicht direkt zuständig, Sie sind nicht die Familienministerin. Aber da ist wirklich Handlungsbedarf gegeben und da müssen wir uns auch ordentlich darüber unterhalten. Aber jetzt zur juristischen Seite und zum Themenpunkt der gemeinsamen Obsorge. Es gibt bis heute keine automatisch gemeinsame Obsorge in Österreich. Das haben übrigens auch, das hat auch Ihre Männerhasserin, die Frau Heinisch-Hossig, verhindert. Das ist auch Tatsache. Wir hätten sie gerne gehabt, die gemeinsame Obsorge, die automatische, für alle Kinder. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg wäre, denn die Bundesrepublik Deutschland zeigt auch vor, dass es funktioniert. Und es funktioniert dort auch. Denn Elternsheim haben verdammt noch einmal die Pflicht, sich gemeinsam um ihre Kinder zu kümmern. Sie können gern noch einmal herauskommen, hier reden, aber sparen Sie sich jetzt Ihre Zwischenrufe, man versteht Sie ohnehin nicht. Es ist also wirklich so, dass das ein Manko ist in Österreich. Und ich zeige Ihnen jetzt anhand eines Beispiels, Frau Bundesminister, dass es auch, es gibt hier, ich habe hier einen Fall mit einer Familie. Eltern lassen sich scheiden, Mutter stellt Antrag auf alleinige Obsorge, wird vom Gericht abgelehnt und die alleinige Obsorge wird dem Vater übertragen. Ist an und für sich schon in Österreich eine sehr seltene Sache, dass so etwas überhaupt passiert. Die Frau hat erklärt, arme Frau, das glaube ich Ihnen sofort, dass Sie sagen, arme Frau. Die Frau geht raus, erklärt bei Gericht, der Mann ist gewalttätig, er schlägt mich, ich will die alleinige Obsorge. Das Gericht bestellt einen Gutachter, der kommt zum völlig anderen Ergebnis. Die Sache ist genau umgekehrt. Die Frau ist gewalttätig gewesen gegen die Kinder, aber für Sie ist das die arme Frau. Das ist genau der Zeitgeist, in dem Sie leben. Das ist Ihre Familienpolitik. Und darum stehen wir ja da, wo wir heute stehen. Und darum müssen wir solche Debatten hier heute führen, weil Ihre Familienpolitik eine von Ideologien geprägte ist, die sich völlig an den Familien vorbeigeht, die völlig an den Interessen der Kinder vorbeigeht. Für Sie sind Kinder nur ein Mittel zum Zweck, nur ein Mittel für Frauen, damit Sie den Frauen ein Druckmittel in die Hand geben. Und das ist falsch, weil damit machen Sie die Seelen der Kinder kaputt, und zwar nachhaltig. Das sollten Sie einmal in Ihrer Ideologie auch bedenken. Und Frau Bundesminister, noch kurz zu diesem Fall. Der Vater bekommt vom Gericht die alleinige Obsorge. Die Mutter verweigert jedoch dem Vater das die Kinder. 2 Jahre lang zieht sich diese Geschichte hin und her. Und schließlich in zweiter Instanz heißt es dann, und das steht dann wörtlich drinnen, dass die Bindungssituation der Mutter an die Kinder durch die Mutter und die Maßnahmen sozusagen durch die bestehende Obsorgeregelung leider Gottes nicht stattgegeben werden konnten, weil der Vater den Kindern entfremdet ist, und zwar die gänzliche Väterentbehrung, es hat zur gänzlichen Väterentbehrung geführt, und das wird also trotzdem, wird es außer Betracht bleiben, obwohl der Vater die alleinige Obsorge ursprünglich hatte,
jetzt aber entfremdet worden ist, daher kommen jetzt die Kinder zur Mutter. Und das ist der eigentliche Skandal. Und da reden Sie von einer armen Frau. Also da frage ich mich aber schon wirklich, und was glauben Sie denn eigentlich, dass diese Kinder wirklich seelisch gesund sein können in einer solchen Situation, wo es nachweislich ist, dass die Mutter gewalttätig ist? Und Frau Bundesminister, das zeigt, dass Ihre Gerichte hier offensichtlich versagen. Es gibt Urteile, die aber nicht exekutiert werden. Und da ist Handlungsbedarf gegeben, Frau Minister. Und da sind wir noch lange nicht am Ende.